und hallo. Mein Name ist Sandra. Ich wohne in Schleswig-Holstein auf dem Land und bezeichne mich selbst als Lebenskünstlerix, weil ich es als eine Kunst sehe, mein Leben zu gestalten. Also ich bin eigentlich in der Großstadt geboren, bin aber irgendwie mit 11 schon von zu Hause abgehauen und habe eigentlich seitdem immer irgendwo auf dem Land gewohnt und kann mir auch gar nicht vorstellen, in der Großstadt zu wohnen, weil diese vielen Menschen, diese vielen Autos, diese Geräusche, das Liebe ist, wenn ich hier rausgehe, dann stehe ich im Wald, im See, es ist immer ruhig. Ich gehe joggen, mache viel Sport, mache Yoga, bin viel zu Fuß mit dem Fahrrad unterwegs. Was mache ich sonst so? Ich mache Peer-Beratung, also Peer-to-Peer. Das heißt, ich berate andere intergeschlechtliche Menschen oder Eltern, die intergeschlechtliche Menschen bekommen haben. Dann wirke ich an einem Theaterstück mit, Adam, Eva und ich. Da haben wir öfters mal Aufführungen. Ansonsten helfe ich gerne Menschen. Ich bin als zwischengeschlechtlicher Mensch zur Welt gekommen. Ich identifiziere mich selbst als Mensch mit seinem eigenen Geschlecht oder besser das, was die Ärzte daraus gemacht haben. Ich benutze für mich als Eigendefinition entweder das Wort inter oder zwischengeschlechtlicher Mensch oder Zwitter oder auch Hermaphrodit. Als Pronomen verwende ich eigentlich am liebsten gar keins. Und zur Not, wenn die Menschen unbedingt ein Pronomen brauchen, dann sage ich da gerne es, weil für mich gibt es ja sonst kein Pronomen und die Leute haben halt einfach Schwierigkeiten, dieses es zu benutzen, weil sie sagen, das ist ja eine Sache, du bist ja keine Sache. Aber im Prinzip bei einem Kind, da ist es ja auch das Kind und es darf spielen. Deswegen verstehe ich halt nicht, warum man das bei mir nicht auch benutzen kann. Ich habe quasi vor 8 Jahren herausgefunden, was mit mir los ist. Habe ja 34 Jahre lang als Frau gelebt und zwanghaft gedacht, ich müsste eine Frau sein, um in dieser Welt existieren zu dürfen. Habe vorher immer gedacht, ich bin ein Monster. Und dann kam es eben zu einem Zusammenbruch und dann habe ich quasi angefangen zu verstehen, was ich bin, was mit mir passiert ist, was mit mir gemacht wurde. Und habe jetzt in den letzten 8 Jahren quasi meine Vergangenheit verarbeitet. Habe mich halt sehr viel mit Psyche, Körper, Gesundheit auseinandergesetzt. Und jetzt die letzten 2 Jahre laufe ich eigentlich auch nur noch barfuß. Ein wichtiger Begleiter in meinem Aufarbeitungsprozess war mein Hund, Akuya. Hat mich 10 Jahre lang begleitet, hat mir sehr viel Kraft gegeben. Und ich bin sehr dankbar für diese 10 Jahre. Ich bin zur Welt gekommen und dann wurde erst mal festgestellt, wir haben da eine Störung, einen kranken Mensch, der dringend behandelt werden muss, obwohl das eben gar nicht stimmt, was ich heute weiß, dass ich eigentlich ein gesunder Mensch war und hätte die Medizin mich so gelassen, dann wäre aus mir wahrscheinlich ein toller, gesunder Mensch geworden, ohne Hormonprobleme, ohne Knochenprobleme etc. pp. Im Zuge dieser Aufarbeitung habe ich meinen Professor mal gefragt, warum ich denn eigentlich Richtung Frau operiert worden bin. Und da hat er mir die Antwort gegeben, das werde ich irgendwie auch nie vergessen, weil es einfacher ist. Also es ist halt einfacher, ein Loch zu graben, als einen Stab aufzubauen. Das war quasi der Grund, warum ich in die weibliche Schiene gedrückt worden bin und auch operativ so angeglichen worden bin und mit Hormonen behandelt worden bin. Ich habe aber quasi als Kind schon gespürt, dass ich keine Frau und auch kein Junge bin, habe aber auch gespürt, dass ich irgendwie nur angenommen werde, wenn ich Frau sein spiele. Also ich habe quasi mein Leben lang versucht, das zu machen, was andere von mir erwartet haben. Seitdem ich aber offen damit umgehe und einfach das jedem auf die Nase binde, dass ich ein zwischengeschlechtlicher Mensch bin, habe ich eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht, dass die Leute das einfach akzeptiert haben und mich einfach als Mensch sehen und auch versuchen, kein Pronomen zu benutzen oder eben es zu benutzen, was vielen eben schwerfällt. Also ich habe mir halt Gedanken darüber gemacht, meine Eltern haben mich Sandra genannt und den wollte ich auch nicht wegschmeißen. Und dann habe ich überlegt, nenne ich mich jetzt Sandro, das hat aber auch nicht gepasst, weil dann wäre ich männlich gelesen worden, also Sandrau. Und somit mache ich das ja immer gleich zum Thema, dass sie, das ist ja ein toller Name, wo kommt der denn her? Ja, das ist ganz einfach zu erklären, ich bin ein zwischengeschlechtlicher Mensch, etc.
was für ein tolles Gefühl das ist, wenn man denkt, man ist ein Monster, man ist einzigartig, man ist ganz alleine, man ist irgendwas, was nicht sein darf. Und dann lernt man plötzlich ganz viele Menschen kennen, die einfach genau dasselbe durchgemacht haben. Und man merkt, ey, es gibt ganz viele wie mich und die haben alle dieselben Scheißerfahrungen gemacht. Das ist halt einfach ein Problem der Medizin und der Gesellschaft nicht. Hat nichts mit mir zu tun. Ja, in der allgemeinen Gesundheitsversorgung sind die Erfahrungen eigentlich so, dass es quasi schon zu einem Hindernis wird, wenn ich an der Anmeldung stehe und sage, ich bin keine Frau, ich bin kein Mann und ich möchte bitte einfach nur mit meinem Vornamen angesprochen werden. Das ist also schon das erste Problem, was dann meistens auch nicht funktioniert. Also ich werde dann meistens als Frau oder als Herr aufgerufen. Dann gibt es noch eine Erfahrung in der allgemeinen Gesundheitsversorgung. Und zwar ist das noch gar nicht so lange her. Da war ich bei meinem Hausarzt und wollte eigentlich mal meinen Impfstatus überprüfen lassen und wollte, also ich habe auch gesagt, dass ich das gerne selber bezahle, wenn das die Krankenkasse nicht bezahlt, dass ich eben einfach meinen Titer mal checken lassen wollte. Und anstatt mir dann Blut abzunehmen und den Titer zu checken, haut er mir halt einfach eine Impfung rein, eine Tetanusimpfung. Und gerade Intermenschen, die halt viele wirklich mega schlimme Erfahrungen gemacht haben mit der Zien, sind da eben vielleicht besonders sensibel, warum ich mit diesem Thema der Zwischengeschlechtlichkeit so offen umgehe, ist einfach, dass ich diese Operationen, die mir in meiner Kindheit widerfahren sind, heutzutage immer noch in deutschen Krankenhäusern stattfinden. Also selbst die UN betitelt das als Folter und Genitalverstümmelung. Um dagegen etwas zu tun, dass eben vielleicht mal Interkinder zur Welt kommen und gesagt wird, hey, wir haben ja ein gesundes Kind, herzlichen Glückwunsch, und nicht operiert wird, das ist eigentlich mein Antrieb.